So, einmal speichern bitte. Müsste mal schauen, was die Schnellladentaste ist. Ganz ehrlich, wieso? Moment, jetzt will ich das nochmal ausprobieren kurz. Ja, fällt durch, ist klar. So, drücken wir mal alle Tasten einfach. Okay, Schnellladen ist F7, alles klar. Haben wir das jetzt auch rausgefunden? Sehr komisch sowas. Und damit betreten wir dann mal den Großraumaufzug für 30 Leute. Warum auch nicht? In dem Bürokomplex. So, da gönne ich mir mal ein Stückchen Tee. Ach so. Wunderschönes Schachbrettmuster. Da hängt schon wieder einer. Da hing einer. So, das Zeug her. Na komm, fall um. Wow. Alles gut. Friede. Oh. Ich sehe schon. Wir gehen erstmal hier lang, würde ich sagen. Einem Kollegen ist man unter Wissenschaftlern doch immer gern behilflich. Lässt du mich durch? Ich will also. Dann los. Nee, du sollst mir die Tür aufmachen, Kollege. Ach. Ernsthaft? Was bist du für ein Arsch da drüben? Mach mir die Tür auf. Jetzt! Ja, danke! Lass mich mal durch. So. Was spuckt er denn hier aus? Ein Rippenbogen? Oder was? Nee. Was ist das denn? Ein Korkenzieher für überdimensionierte Weinflaschen, oder was? Sehr seltsam. Wow, das war aber tückisch. Das war ja wirklich gemein, muss ich sagen. Na gut, wir haben es ja überlebt. Und hier können wir auch den Strom ausstellen. Sehr gut. So, Kollege, geh bitte nicht durch den mit der langen Zunge. So. Okay, das waren wieder Türen, gegen die ich mich einfach hätte werfen müssen. Das muss mir doch jemand sagen, das weiß ich doch nicht. So, ich schlag schon mal ein. Ich nehme nämlich mal an, den drüben wird's nicht durchgehen, genau. Oh. Aber hier kommen wir durch, immerhin. Da gehe ich nicht. Ja, weiß ich, weiß ich. Vielleicht von der anderen Seite? So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz noch zurück und mal schauen, was wir hier eigentlich in diesem Aufzugsschacht, im Lüftungsschacht haben. So, da kommen wir. Okay, so wären wir auch in den Bereich gekommen. Alles klar. Gut, haben wir das auch ergründet. Schauen wir nochmal in die andere Richtung nach. Vielleicht gibt es da irgendwo noch ein bisschen Muni. Ich meine, wir haben ja, aber kann ja nicht schaden. Wir können ja noch ein bisschen sammeln. Mmh. Lecker Mittagessen. So, ich sehe nichts. Ach, hier. Headcrab. Ja, komm her, komm her, komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Nee, ist klar. Klar, der erwischt mich. Ja, natürlich. Ist klar, dass sie mich erwischen. Das macht total Sinn. Ich meine, ich schlage ja nicht die ganze Zeit mit der Brechstange auf die einzige Stelle, an die er springen kann, wenn er mich kriegen will. Nein. Was für ein... Oh, ich bin im Kreis gegangen. Was für ein Unsinn. So, mal kurz so lang bewegen. Okay, wir müssen hier lang, glaube ich. Ja. Sehr gut. Also nicht so gut, was das Leben angeht, aber gut, was... Ich hatte so einen Verdacht, dass das passieren könnte, aber der... Mini-Headcrabs? Nicht zuhören. Schon gut. Sie werden nicht einmal merken, dass ich hier bin. Mhm. So, den Tisch schieben wir mal hier ran. Da brauchen wir nicht immer hüpfen. Ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Schritt weiter zu gehen. Ach komm, du wirst aber über den Tisch kriechen können. Sei mal nicht so pippihaft hier. So, da ist nix. Oha. Komm, kleiner Headcrab. Zeig's uns doch mal, was passiert, wenn man hier ins Wasser hüpft. Jetzt hätte ich's fast gemacht. Komm, kleiner Headcrab. Ich speichere mal. Ich weiß nicht, ob man es schafft hier... auf den Tisch zu springen. Ja, geht. Komm, Kleiner. Komm. Wie modern ist denn eigentlich unser Periodensystem hier? Okay, das ist einfach nur... Zumindest die Farben für die einzelnen Stoffklassen sind eingezeichnet, aber ansonsten
sieht's etwas seltsam aus. Schade eigentlich. Was man noch mit matschigen Texturen an Details wieder kaputt machen kann. So. Ja, da kommst du rüber, ist klar, du kleiner Drecksack. Kleiner Rabauke. So. Lernen wir hier schon mal? Nein, nicht doch. So. Können wir wieder zurück durchs Wasser. Oh, verdammt, jetzt habe ich mir meinen Ohrstöpsel rausgerissen. Verzeihung. Da. Also ehrlich mal. Was ist denn hier los? Ich will auch noch meinen Ohrstöpsel wieder reinmachen. Also Leute, das ist echt frech von euch. Ich will nur meinen Ohrstöpsel wieder reinmachen und ihr schickt mir hier eine Horde von Headcrabs auf den Hals. So, jetzt muss ich nochmal mich heilen gehen hier in der Dunkelheit. Okay, hätten wir das. Ich muss aber kurz gucken, ob hier noch irgendwas anderes ist. Ich nehme aber an, die Türen werden zu sein. Wow, hallo mein Kleiner. Können wir dir was Gutes tun? Ja. Geht mir auch immer so. Hallo. Stucki Putz. Ja, du musst dich randalieren. Ah. Da kommt unser Freund an. So, hätten wir den auch. Haben wir denn hier was? Ja, natürlich. Muni. Muni. Life is funny. In a killer's world. Oder in a freeman's world, was auch immer. Sind das denn... Nein, ich dachte schon, das sind irgendwelche Zungen von diesen Viechern, aber es wäre natürlich ein bisschen sinnfrei gewesen, einfach aus der Decke raus. Maus? Aber hätte ja sein können, dass es irgendein Fehler ist. Irgendein Darstellungsfehler. Ach, wieder diese kleinen Biester, ach so. Ja, komm her. Kleine Asseln. Sind kleine Asseln, aha, oder Kakerlaken. Bleibt er? Der letzte Moment des Lebens. Gordon Freeman, Kammerjäger. So, räumen wir uns mal ein bisschen den Weg, Kisten frei hier. Boah, du kleiner Sack. Du traust dich ja was. Hier kommt wieder so ein Vieh raus bestimmt. Oder auch nicht. Dann vielleicht auch nicht. So, okay. Oh, danke schön. Das nehme ich doch sehr gerne an mich. Ich glaube, das ist der richtige Weg, deswegen werde ich nochmal ganz kurz zurückgehen. So, die will ich haben. Ja, danke schön. Ich würde sagen, die Schrotflinte, die Pumpgun-Muni, die sparen wir uns ein bisschen auf. Ich wollte doch hier mal gucken gehen. So, Licht geht. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Fällt mir gerade so ein spontan, dass es das ergibt. So, okay, hier ist natürlich auch... Ich speichere übrigens mal. Hier ist natürlich auch nicht viel, sehe ich gerade. Okay, da brauche ich eine Brechstange. Oh! Aha. So kriegen wir also die Tür auf, das ist sehr schön. Oh, du kleiner Mistsack. Komm schon. Oh, ich bin natürlich genau reingesprungen wieder. Komm. Hüpf. Hihihi. So ging das, ich erinnere mich. Ja, so können wir die ganz gut beherrschen. Ich erinnere mich da jetzt gerade wieder, dass ich das in den Videos damals irgendwann mal gesehen habe. Das ist sehr gut, das ist wirklich gut. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger Schaden fassen. Hoffe ich zumindest mal, wenn ich... Na, was ist denn hier los? Wenn ich hier gegen die antrete. Vielleicht sollte ich das ein bisschen weiter rüberstellen. Ja, nicht so weit. Und dann die Kisten. Es ist seltsam, was die Kisten hier veranstalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht so weit. Ja, so ist in Ordnung. So, und du da ran. Und dann schaffen wir es doch. Hallo? So, machen wir das mal so. Okay.
erst in Deckung gehen und dann hüpfen? Vielleicht auch nicht. Was haben wir denn jetzt erreicht hier oben? Eigentlich nichts, oder? Ach, wir hängen hier an der Leiter fest. Oder an diesem Leiterstückchen. Daran liegt's also. Okay. So, dann nehmen wir mal unser kleines Brechstängchen wieder. Das Stück Leiter habe ich gar nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Hi! Warte, warte, warte! Ja, mach's dir gemütlich, ist okay. Ich habe mich mal an den Headcrab gekümmert und du musst dann halt mal... Lebt er noch? Sehr freundlich. Alter. Okay, das macht keinen Sinn. Das muss ich irgendwie anders machen. Ich glaube, ich gehe auch erstmal. Das scheint jetzt doch der richtige Weg zu sein, oder? Ich blicke gerade so ein bisschen nicht durch, was der richtige Weg ist und was der falsche. Und ich will natürlich nichts liegen lassen. Wie wir gerade gesehen haben, kann das auch mal bedeuten, dass man eine ganze Waffe gleich liegen lässt. Huch. Das muss ja nicht sein, ne? Deswegen werde ich vielleicht doch mal kurz noch hier drüben vorbeischauen. So, geht ja zum Glück schnell mit Gordon. Der ist ja ein guter Läufer. Kollege? Ich dachte mir, ich helfe dir mal. Auf dieser Welt. Oh, danke schön. Was riecht hier nur so? Der da, der gerade verschwindet. So, nimm mir mal die Muni mit. Muni mit? Ja, danke schön. So, da haben wir jetzt auch dafür ein bisschen... Oh, herrlich. Herrlich. Oh, hi. Warte, 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 warte. Ich muss noch wechseln. Oh nein, 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 nein. Das wollte ich doch gar nicht. Das war die falsche Waffe. Ja, gut. Hast du fein gemacht. Ich finde auch schön, wie er so ganz so... Ah, nein, erwischt. Naja, passt schon. So, wir haben ja alles. Das mit der Handgranate war ein kleines Versehen. Ich wollte eigentlich auf die Brechstange wechseln. Das war irgendwie dann die falsche Waffe. Und du? Nix wie raus hier. Ja, komm mit. Hier unten gibt's noch Kissen. Sehr gut, hat sich sogar gelohnt. Haben noch ein bisschen auf die Energie wenigstens gekriegt. Auf unseren HIV-Anzug. Fand ich auch eine tolle Kombination an Buchstaben, die sie sich da ausgedacht haben. Komm. So, und dann können wir ja jetzt doch mal diesen Weg gehen. Ach, da wird unser Kollege ja jetzt gar nicht mitkommen können. Der stellt sich ja bestimmt wieder doof an. Sehe ich schon kommen. So, ab ins Loch. Oh verdammt, stimmt, hier war ja das Ding. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, hier drüben ist eine Metallkiste. Haben wir denn dort von einen... Ich gehe einfach mal. So, erstmal hier hin. Die Kiste weg. Dreht es sich denn wieder? Ja, es dreht sich wieder weg, das ist gut. Ah, sehr gut. Und hier haben wir auch dann den Schaltkasten. Was ist das? Ja, sehr gut. Okay, wir haben es hingekriegt. Kollege, lebst du noch? Hallo? Nee, du bist im Sitzen gestorben. Ach so. Ja, er ist tot. Ist aber interessant. Da hat er sich noch schön hingesetzt zum Sterben. Gefällt mir, gefällt mir. Mit Stil sterben, das muss sein.